Willkommen zum November, willkommen in meiner neuen Wohnung. Aber seit dem letzten Mal ist ganz viel passiert. Ich hatte den November nicht angefangen, wie ursprünglich geplant, am 1. November, weil wir die Wohnung komplett streichen mussten. Also wir waren damit beschäftigt, hier alles zu streichen, abzukleben mit Malerkrepp, den Boden zu schützen und da blieb einfach keine Zeit für vloggen und dann dachte ich mir, okay, dann fällt es lieber aus und dann kann ich kontinuierlich ja später vloggen. Also ich zeige euch mal, was seit dem letzten Mal passiert ist, weil seit dem letzten Mal, da habe ich die Schlüssel bekommen, ist einiges passiert. Wie schon gesagt, der Hatham und ich, wir haben gestrichen, wir haben hier da auch rauf, also Tapeten an der Decke sind, wir haben die Decke gestrichen, Wohnzimmer gestrichen, wir haben die Küche gestrichen, den Garderobenbereich haben wir gestrichen, dann habe ich die komplette Küche eingeräumt, ich habe alles geputzt, bis auf den Kühlschrank, den ich noch putzen muss, wir haben Mikas Zimmer gestrichen, beziehungsweise ich habe Mikas Zimmer gestrichen. Ach, ja, so viel ist passiert und ich zeige euch mal kurz, wie es aussieht bis jetzt. Ist noch heilloses Durcheinander und die Hälfte ist noch im Lagerraum. Und zwar haben wir uns entschieden, dieses Board kommt euch bestimmt bekannt vor, das war von unserer alten Küche. Das war damals auf solchen Stelzen und darüber war aber die Arbeitsplatte und das war praktisch meine Kücheninsel-Vitrine für mein, ja, für meine alte Küche und das haben wir hier wieder aufgebaut, ohne Stelzen, ohne nichts. Das Licht hat der Hatham gestern installiert. Ich bin gerade dabei, hier einzuräumen. Wir haben noch ganz viele, ja, die waren alle in den Umzugskisten, meine ganzen ja, Nussmusse. Das Einzige, was Hatham noch machen muss, ist die hier kurz kalibrieren, weil die dann, damit sie nicht auf den Boden schleifen. Sieht bestimmt voll cool aus dann nachts, wenn dann hier die Bilder alle drauf sind und die Spiegel. Vielleicht tun wir auch den Fernseher, wir müssen mal gucken. Ja, das ist meine KitchenAid, die ich damals von Hatham zum Geburtstag bekommen habe. Mit der kann man Mandelmus und alles mögliche machen. Ja, die Bilder kommen euch auch hier alle bekannt vor von der alten Wohnung. Hathams Werkzeug, ja, hatte hier. Dann haben wir gestern ein tolles Willkommenspaket von Freunden von uns bekommen. Und zwar, ja, schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, genau. Ewig lang. Ich wusste eines Tages, dass du wieder vor meiner Tür stehst. So, Baby, so lang. Ich glaube, das ist von einem Text. Und hier, wenn die ganze Kurve tobt, schlingt mein Herz. Weißt du, ah, das ist VfB, Leute. Sie ist kompletter VfB-Fan. Dann voll süß, sie hat mir so ein I Love Stuttgart Paket gemacht. Ja, erstmal die Postkarte. Dann wusste ich gar nicht, dass es in Stuttgart, weil das Wahrzeichen von Stuttgart ist der Fernsehturm und das Rössle. Das Rössle auf Schwäbisch ist ein Pferd. Und dann sind so Nudeln in so Pferdemustern. Die kann ich Mika gleich machen, weil da liebt ja alles, was so Tierfarben hat. Dann hat sie mir Keksausstecher geschenkt in Form des Fernsehturms. Wir haben einen Wein geschenkt bekommen und zwar Kesselliebe, Vasenhasen, Cannstatter Berg samt Rot. Das sind Rotweine, muss ich auch mal testen. Dann hier so unnützes ein bisschen gewäscht. Dann, was ist das hier? Oh, so Porsche. Shopping Guide Stuttgart, eine Einkaufstasche Stuttgart und ja, Themen zur Stadtführung und sowas. Also voll süß gestaltet, muss ich ehrlich sein. Ein Spiegel, es kommt euch alles bekannt vor hier. Dann war ich im Lidl, ich habe das nämlich bei der Caro Kauer gesehen auf Instagram, dass es diese schönen Pflanzen bei Lidl gegeben hat. Da habe ich mir tatsächlich eine geschnappt, da brauche ich jetzt noch eine Vase für. Der Esstisch kommt euch auch bekannt vor. Die Savavir-Lampen. Ja, wir müssen das alles noch umgestalten, beziehungsweise zurechtschieben, weil unsere Couch hier noch rein muss. Dann wollte ich euch sagen, was auch noch ein mega Lifesaver in diesem Umzug war. Ich weiß nicht, ob ihr die Lidl-Tücher kennt, diese feuchte Allzwecktücher. Leute, es gibt nichts, was sie nicht weggemacht haben, sondern Wachsmalstifte an der Wand, Buntstifte an der Wand, Malerfarbe auf dem Boden, Rost auf dem Boden, die haben alles weggemacht. Ich weiß nicht, ob es mir zu denken geben sollte, was da alles hier drin sind, aber das sind unsere, wie nennen wir sie immer, die Mutantentücher. Das ist hier mein Utensilo, was mir damals genäht wurde bei Little Boo bei Glückshaus. Von ihr gibt es heute auch noch ein Gewinnspiel. Ich verlose zusammen mit Little Boo bei Glückshaus einen 100-Euro-Gutschein. Ihr könnt euch aus gesamtem Sortiment was aussuchen. Sie näht individuell. Das wurde
wurde mir damals für Mika angefertigt. Ich hatte auch noch die Wickelunterlage von ihr. Und dann hatte ich noch einen Auftrag gegeben, eine Decke, so eine Krabbeldecke mit Lammfell auf dem Boden. Und da stand auch Mika und alles drauf. Ja, tolle, tolle Sachen, die sie gemacht haben. Ihr seht, 2,5 Jahre später ist es immer noch wie neu. Wir haben es schon mehrere Male gewaschen. Da habe ich damals die Windeln und die Feuchttücher reingemacht. Ich finde einfach so süß. Oh, man merkt, wir sind in der Stadt. Auf jeden Fall, wer sie nicht kennt, ich kann euch auch den Instagram-Namen hier unten hinschreiben. Alle Infos zu Little Boo bei Glückshaus ist auch unten in der Infobox. Ich habe gerade eben vorhin alle Gewinner meiner Bobo-Verlosung angeschrieben, die den Wickelrucksack gewonnen haben. Da hatten wir bis jetzt 3 von 10 zurückgeschrieben. Also checkt mal eure DMs, vielleicht habt ihr gewonnen, weil dann kann ich die Adressen weiterleiten und ihr bekommt die Pakete von Bobo direkt. Die andere Verlosung geht noch mit den Kuscheldecken von Babyvieh. Und wie schon gesagt, heute gibt es den 100-Euro-Gutschein. Demnächst einen weiteren Rabattcode. Ihr merkt, im Laufe des Novembers gibt es immer wieder coole Sachen. Auf jeden Fall bedanke ich mich nochmal bei Little Boo bei Glückshaus für die Verlosung für meine Zuschauer. Dann habe ich meine ganzen Pflänzle hier auf dem Balkon. Mein Balkon groß ist, aber das kann ich euch nicht zeigen, was echt ein Durcheinander ist. Und ich zeige euch mal, was kann ich euch zeigen, vielleicht noch Mikas Zimmer, weil das letzte Mal war es komplett weiß. Wir stehen hier gerade in Mikas Zimmer, das Bettle haben wir und Bettchen haben wir entschieden, dahin zu tun. Ich muss noch die ganzen Kissenbezüge finden. Das ist ein Kissen by the way von unserem Wohnzimmer. Gestern hatte Mika schon Besuch, wurde getobt. Die Küche haben wir hingemacht. Hatem hat gerade eben vorhin hier Mikas kleine Spielfigurenregal angebohrt, aber wir holen uns noch 2 Stück, weil er echt gut Platz ist. Ein Bällebad. Hatem hat auch vorhin seinen Packschrank angebohrt. Da muss ich jetzt die ganzen Sachen von dem Kleinen hier einräumen. Ich habe gerade vorhin dieses schöne Poster wieder von ihm gefunden. Ich habe es jetzt mal provisorisch hier hingemacht. Die Türleiste ist vom Ikea. Ich würde sie ihm aber gerne, ich würde ihm dieses... Ja, diesen kleinen Elefanten gerne irgendwie hier aufhängen oder dort. Ich muss mal gucken. Wir müssen generell Mika noch so einen kleinen Mini-Schrank kaufen, wo er seine Bücher in Zukunft hin tut, weil er echt viele Bücher hat. Das erste Zimmer ist ja klar, was fertig ungefähr wird, ist immer das vom Kind. Die Lampe ist auch schon angebaut. Die Lampe ist, by the way, vom Ikea, diese Wolkenlampe. Ansonsten ist bei uns noch heilloses Chaos. Ja, wie man sieht, sind hier gerade fleißig am Streichen. Die kennt ihr auch noch von meiner alten Wohnung. Und zwar werden wir sie dahin platzieren. Papa und Hatem haben vorhin gestrichen. Wir mussten diesen, wie heißen sie? Boards. Rollen unten anbauen, weil wir da leider unseren Sicherungskasten und alles mögliche haben und wir da nichts theoretisch hinbohren können. Wir wollten ursprünglich unser Schuhregal hinmachen, aber selbst das Schuhregal mit dem schweren Glasspiegel als Tür, den müssten wir anbohren, weil sonst kann das auf Mika fallen. Ja, und dann haben wir gesehen, oh, das können wir gar nicht machen. Oh, by the way, die Stelle muss ich kurz noch nachbessern. Deswegen haben die sich entschieden, da jetzt einfach 2 Rollen dazu zu machen. Die stellen wir da drüber. Dann denke ich, werde ich nur einen kleinen Spiegel dahin machen. Ja, provisorisch wurden auch schon die ersten Lampen hingetan. Ihr seht, das ist hier alles in vollem Gang. Ich habe hier vorne etwas gesaugt. Ja, ansonsten, was sollen wir sagen? Wir sind gerade in the making hier in diesem schönen Wohnzimmer und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie das sein wird. Oh mein Gott, Leute, ich freue mich so unendlich. Ich kann leider nur vloggen, wenn ich kurz hier bin, weil könnt ihr euch vorstellen, zwischen Umzug und Kochen und kleinem Kind, da bleibt mir gerade nicht viel Zeit zum Vloggen. Ich bin stolz auf uns. Wir haben Montag die Schlüssel bekommen und heute ist Samstag. Ich vlogge wieder tagesaktuell und innerhalb von 6 Tagen haben wir das alles hier schön geschafft. Wir haben auch noch, wie konnte ich das bloß vergessen? Wir haben am Mittwoch unsere Schlüssel der alten Wohnung abgegeben, was auch ganz toll ist. Auch ein Kapitel für uns beendet. Dann ist jetzt Karlsruhe für immer passé. Ich hatte eigentlich uns ein Bild gekauft gehabt, so ein großes grünes mit goldenen Sprenklern und sowas. Und ich weiß nicht, wo dieses Bild ist. Es hat mir als allererstes umgezogen, bzw. im Lagerraum getan und ich finde es nicht. Aber kennt ihr das, wenn ihr umzieht und ihr den Fehler begeht, die Umzugskisten nicht zu beschriften? Ich habe ungelogen 25 Umzugskisten beschriftet und der Rest. Als es stressig wurde, nicht mehr.
Das ist jetzt der Fehler, an dem ich knabbere. Ansonsten bin ich froh, dass ich es heute geschafft habe, mich zu schminken. Ich habe die Hourglass Foundation, Becker, Highlighter und habe eine Huda Beauty, von Huda Beauty Lidschatten drauf. Ansonsten wollte ich, habe ich euch ja vorhin aufgefordert, mir auf Instagram ein paar Fragen zu stellen, die ich in diesem Vlog hier für euch beantworte. Das ist eine Mischung aus Video und Vlog, weil ich genau wusste, es gibt heute eine Verlosung. Ich zeige euch den Fortschritt im Wohnzimmer und im Kinderzimmer, aber so viel habe ich jetzt halt momentan nicht zu vloggen. Deswegen dachte ich, ich mache mir eine kleine Fragerunde. Ich stelle euch mal kurz gleich ab. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe euch auf Instagram gebeten, mir Fragen zu stellen. Und hier, ihr habt fleißig geantwortet. Und zwar, einer der ersten Fragen ist, hast du in Stuttgart bereits einen Kindergartenplatz für Mikael gefunden? Tatsächlich habe ich noch nicht eine feste Zusage. Ich habe aber mit einigen Einrichtungen schon gesprochen, dass ich sie besuchen komme und mir das Ganze angucken werde und daraufhin Mika auf die Warteliste setze. Je nach Einrichtung haben sie mir aber gesagt, dass Mika nicht vor Juni nächsten Jahres reinkommt. Da wird er genau 3 Jahre und 2 Monate sein. Viele Einrichtungen sind reine Kindergärten ab 3 Jahren und Mika könnte nicht zum Februar, also ich müsste ihn jetzt anmelden auf die Warteliste und ich würde im Februar Bescheid bekommen, ob er dann einen Platz bekommt, normalerweise für den März, April, aber da noch nicht 3 ist, wo die ganzen Kinder reinkommen, würde er dann mit der zweiten Zyklus der Kinder dann vielleicht im Juni reinkommen. So, die Frage kam von der Veri. Die nächste Frage, die dann kommen, ist von der Larissa. 8, hält Mika noch Mittagsschlaf? Sie sagt, mein Sohn ist 2,5, verweigert den Mittagsschlaf auf 17 bis 18 Uhr, ist er unerträglich. Ja, Mika schläft ganz viel. Er schläft sogar in meinen Augen zu viel. Aber ich denke mir immer, es hat seinen Grund, warum ein Kind schlafen will. Mika macht mindestens 1,5 Stunden Mittagsschlaf. Und wir hatten aber auch schon 4 Stunden Mittagsschlaf, so eine richtige Schlafmaus. Ich habe damit kein Problem, solange er den Mittagsschlaf anfängt zwischen 11 bis 13.30 Uhr, weil ich denke mir immer bis 15 Uhr ist dann halt Sense, weil ich muss ihn dann noch den ganzen Tag entertainen und wenn er dann spätestens um 21 Uhr im Bett ist, finde ich es okay. Wir hatten aber auch die Phasen, wo er wirklich von 13 Uhr geschlafen hat bis um 18 Uhr und da war die Party bis um 1 und das fand ich sehr, sehr ungünstig. Wir wollten ihn nur nicht aufwecken, weil er, wie schon gesagt, sehr oft krank war und wir immer denken, der Körper braucht Wachstumsphasen. Ich möchte, und es ist ja auch nicht so gut fürs Gehirn, das Kind immer so aufzuwecken. Ich denke mir, der Kleine braucht's. Vanya Segreto. Segreto, sorry, ich habe es direkt so ausgesprochen, Trollen, hat mich gefragt, ist Mika auch gerade in der Trotzphase, wie gehst du damit um? Momentanes Lieblingswort ist, ich will nicht. Ich habe mich gefragt, woher er das Wort kennt, warum er momentan einfach nur so trotzig ist. Bis uns aufgefallen ist, der Kleine hat ja die Toni-Box und ich habe die Spielfigur Leo Lausemaus. Und dann haben wir vorhin zusammen gehört, tatsächlich, und da ging es um eine Folge, dass Leo Lausemaus irgendwie nicht essen wollte und die ganze Zeit sagt, ich will nicht, ich will nur Bonbons, ich will Erdbeermarmelade. Und genau diesen Satz hat der Mika vor 3 Tagen gebracht, dass es Mittagessen gab und er mich angeguckt hat und gesagt, ich will nicht, ich will Erdbeermarmelade. Und ich dachte mir, Junge, du hast noch nie Erdbeermarmelade gegessen, warum isst du nur auf einmal Erdbeermarmelade? Ich ihm Erdbeermarmelade gegeben. Ich dachte mir, vielleicht willst du es probieren und der so schmeckt lecker, Mama. Und dann sagt er, ich will Bonbons. Und ich sagte, du, es gibt keine Bonbons, Monsieur, erst wird gegessen. Ich denke, vieles hört er über die Hörbücher. Aber es ist auch vieles Trotzphase. Und wenn er sich in den Kopf setzt, seinen Schlafsack nicht auszuziehen, sondern den ganzen Tag damit rumzurennen, dann haben wir die Phase, wo wir uns sehr laut diskutieren müssen, damit Monsieur den Schlafanzug auszieht und sich ready macht für den Tag. Also, ich weiß, was Trotzphasen sind. Wann kommt Baby Nummer 2? Fragt mich Mama 020416. Ich bin gerade bedient. Mit Umzug und Trotzphase und Kind und Arbeit. Lass uns mal das Jahr rumkriegen. Lass uns mal schön ins Jahr starten. Lass mir mal Geburtstag feiern. Vielleicht irgendwann in Urlaub gehen. Und dann denke ich wieder drüber nach. Donja, was sagst du zu dem Thema Schwanger sein ist Trend? Frag die Jen 861617. Was soll ich dazu sagen? Schwanger sein kann eigentlich nie ein Trend sein, weil es ist kein Trend, ihr holt euch keine Hose und ihr holt euch nicht den neuesten Lidschatten und ihr holt euch nicht ein fettes Auto mit Motorisierung und ihr holt euch nicht, keine Ahnung, eine coole Pflanze.
Schwanger sein heißt, man bekommt ein Baby, ein Lebewesen und man hat eine lebenslange Verantwortung, bis man stirbt. So sehe ich das Ganze. Und wenn es Personen gibt, die Kinder bekommen, weil es Trend ist und weil man the cash machen kann, verurteile ich das nicht, solange es in ihrer Welt reinpasst. Man muss sich einfach nur bewusst sein, dass selbst wenn dieser ganze wir werden schwanger vorbeigeht, dass das Lebewesen immer noch da ist. Und selbst wenn das Cash nicht mehr da ist, das Lebewesen immer noch da sagt, Mama, ich brauche dich oder Papa, ich brauche dich. Ja, ich feiere es, dass gerade alle schwanger werden. Ich finde es richtig schön. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Kinder in Mikas Alter. Ich selber komme aus einer Generation, ich bin der 85er Jahrgang, wo es bei uns voll normal war, dass es so viele Kinder gab. Der Jahrgang von Lami mit 87 waren noch viele Kinder und Sammy 1990 waren viele Kinder und dann gab es, glaube ich, so voll einen langen Break. Man sagt ja auch immer, es gab so Jahre und ein ganzes Jahrzehnt, was geburtenreich war und das war unsere Jahrzehnt und dann ging es weniger. Aber ich feiere es, je mehr Kinder, desto mehr muss es halt kinderfreundlicher werden. Sorry. Dani, was denkst du über die Müttermafia? Sie brauchen Leben. Die meiste Frage ist, habt ihr einen Kindergartenplatz? Kriegt Mika ein Geschwisterchen? Hat Mika Trotzphasen? Anscheinend sind viele von euch mit Kindern, die gerade Mikas Alter ungefähr sind. Frag mich SAXDRAA, Saxdra. Würdet ihr euer Kind jemals in den Leistungssport schicken, wenn er ganz viel Potenzial hat? Ja, viele wissen das nicht. Haytham war mit 14 Jahren in der Jugend-Olympiademannschaft für den, ich weiß nicht wie viel Meterlauf, 2000 oder ich weiß nicht wie viel, 2000 Meter und aufwärts, ich glaube 5000, keine Ahnung. Aber der hat dann irgendwann mal abgebrochen mit 15,5, weil er einfach keinen Bock mehr hatte, weil es echt auch Schlafplan, Essensplan, Leistung und. Er hat einfach keine Lust gehabt. Aber das bedeutet, in der Familie von seiner Seite gibt es halt ganz viel sportliche Qualifikation. Er hat auch viel Fußball gespielt. Ja, also von meiner Seite, glaube ich, haben wir jetzt nicht so die sportlichen Gene, eher die künstlerischen. Mich fragt, also es ist jetzt die letzte, vorletzte Frage. Gem2000 fragt mich, Donja, hast du eine Phobie? Ja, die habe ich, und zwar Schimmel. Ich habe eine richtige Schimmelphobie. Nur auf Stinkekäse oder Camembert, da habe ich es komischerweise nicht. Aber wenn ich irgendwo reingehe und oh, auch bei den Besichtigungen, wenn irgendwo in irgendeiner Dusche ein Funken, ein Mini-Mikro-Schimmel in irgendeiner Dusche war, renne ich rückwärts raus. Ja, ich denke, das ist normal. Das ist so eine Phobie von mir. Und das ist jetzt die letzte Frage. Susanna Maria ST hat mich gefragt, woher nimmst du die Zeit, immer so top geschminkt zu sein und immer ein hammer tolles Essen zuzubereiten? Ehrlich gesagt bin ich nicht immer hammer toll geschminkt. Die letzten 4 Tage war ich ungeschminkt. Am Montag war ich am Montag geschminkt? Ja, da war ich geschminkt. Heute bin ich geschminkt. Ich glaube, es liegt daran, dass ich halt dreimal die Woche in letzter Zeit vlogge und an den 3 Tagen eher öfters mich schminke. Frag mich nicht warum. Aber es ist nicht so, dass ich mich jeden Tag schminke. Jeden Tag habe ich mich geschminkt, als ich schwanger war. Und die in den letzten 6 Monate danach. Aber seitdem ich mehr Aufmerksamkeit für mich braucht. Du, da gab es auch schon, du sag ich schon, es gab schon Tage mit Hausraumputz, so und raus geht's. Das war's jetzt erstmal mit den Fragen. Wie schon gesagt, ihr habt heute eine kleine Fragerunde von mir bekommen. Ihr habt so ein kleines Update bekommen, was in dieser Wohnung alles passiert ist. Ich habe eine coole Verlosung mit Little Boo bei Glückshaus. Schaut auch auf jeden Fall auf ihrer Seite vorbei. Vor allem, wenn ihr vielleicht Patentante werdet oder Tante oder Mutter oder. Sie näht so super süße, zuckersüße Sachen. Also schaut vorbei, selbst wenn ihr nicht gewinnt. Der Gewinner wird in einer Woche ausgelost. Ansonsten sage ich euch, es ist 14:49. Ich mache jetzt einen Cut, weil die Männer jetzt gleich wieder arbeiten kommen. Wir sehen uns dann, wie gewohnt, was ist heute Samstag, wir sehen uns dann am Montag zum 2. November. Ich freue mich und ja, ihr seht dann einfach so das ganze Update, wie das alles sich hier so gestaltet. In diesem Sinne danke ich euch für eure Treue und bis zum nächsten Mal.